Also wenn ich jetzt 16 wäre, würde zugucken, da würde ich sagen, leckt mich doch am Arsch. Macht doch eure Scheiße. Macht eure Scheiße allein. Wenn Menschen mit scharfem Verstand und die Lebensfreude haben und an eine Zukunft denken, wenn man die nicht wählen lassen will, dann ist man wirklich bekloppt. Hier kommt die erste Frage. Brauchen wir ein Wahlrecht ab 16? Wenn ihr sagt, ja, finde ich eine gute Idee, dann positioniert euch bitte auf dem grünen Feld. Wenn ihr sagt, nee, keine so gute Idee, dann bitte auf gelb. Wo ihr steht, das wissen wir jetzt. Aber was meint ihr? Ist Wählen ab 18, so wie es jetzt ist, genau die richtige Idee? Oder ist es ein bisschen unfair vielleicht? Gerade jetzt, wo so viele junge Menschen sich politisch engagieren in Sachen Klimaschutz, in Gerechtigkeitsfragen. Leute, die sagen, hey, wir wollen nicht nur mitreden, wir wollen auch mitentscheiden. Und zwar nicht erst ab 18, sondern vielleicht sogar schon ab 16 oder noch früher. Oder sagt ihr, na ja, viele 16-Jährige, die haben ja vielleicht auch noch nicht so den Überblick. Manche schon, aber eben nicht alle. Und wenn die dann aber alle wählen dürfen, vielleicht keine so gute Idee. Also wo würdet ihr euch positionieren? Auf dem grünen Feld? Ja, mit 16. Oder auf dem gelben? Nee, lieber so bleiben, wie es ist. So, 13 Fragen. Die Regeln sind klar. Wenn ihr in einem Punkt der Gegenseite zustimmt, dann geht gerne einen Schritt auf sie zu. Und wenn ihr sagt, das, was du gerade sagst, ist totaler Bullshit, dann geht gerne auch einen Schritt zurück. Also mein Ziel ist es ja, dass ihr am Ende alle hier im Kompromissfeld landet. Das wäre natürlich toll, wenn das klappt. Hier kommt Frage Nummer 2 und die geht an Friedrich. Du bist ja auf deiner Seite derjenige, der vielleicht am weitesten von den 16 Jahren entfernt ist. Warum glaubst du trotzdem, ist es eine gute Idee, Wahlrecht ab 16 einzuführen? Ja, die 16-Jährigen sind sehr gut drauf. Die sind sehr stark und sehr schlau. Und die kümmern sich einmal mehr um Nachhaltigkeit als die Leute in meinem Alter. Und die kümmern sich auch mehr um die Zukunft, weil die haben ja noch eine. Und deshalb ist 16 sehr gut. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt Entwicklung. Erst durften die Frauen nicht wählen, dann war 21 erwachsen, dann war 18 erwachsen. Jetzt könnte 16 erwachsen sein. Und das wird definitiv eine bessere Welt, wenn ich sehe, was die so umtreibt, die Kids. Das ist auf jeden Fall besser als die Alten. Jetzt sagt Friedrich, die 16-Jährigen sind gut drauf, die engagieren sich. Die machen viel auch zum Beispiel in Sachen Klimafragen. Überzeugt euch das? Die Frage, ob jemand gut drauf ist oder sich für Politik interessiert oder zur Wahl geht, spielt bei der Frage des Wahlalters keine Rolle. Ah. Sonst müssten wir ja eine Behörde einführen, die testet, ob jemand gut drauf ist und sich für Politik interessiert. Einen Wahlführerschein einführen, bin ich strikt dagegen. Gegenmeinung? Und da geht es ja um mehr als nur Reife, sondern auch wirklich ja, den politischen Willen, den unsere Generation seit den letzten Jahren immer wieder auf die Straße gebracht hat. Ich bin mit Herzblut für das Wahlalter 16, weil es endlich Zeit ist, den 1,5 Millionen jungen Menschen, die gerade 16 und 17 Jahre alt sind, ihre politischen Grundrechte zu geben. Und natürlich wollen wir auch nicht, dass alle Menschen über 18 dann überprüft werden. Aber eigentlich stände es doch so vielen Menschen zu, weil eben das Wahlalter nicht an die Volljährigkeit geknüpft ist. Jetzt also vielen Dank, dass du meiner Argumentation zustimmst. Die Frage der politischen Reife und des politischen Interesses ist kein Kriterium. Leo, du bist 16 Jahre alt. Du bist trotzdem nicht für ein Wahlrecht für Leute ab 16. Das heißt, du selbst willst kein Wahlrecht haben. Warum nicht? Ich würde schon gerne wählen gehen bei der nächsten Bundestagswahl, aber es geht ja nicht nur um mich. Wenn man aber von einer Generation spricht, muss man immer die ganze Generation betrachten. Und klar, Fridays for Future hat gezeigt, es gibt viele Jugendliche, die sich engagieren. Das ist aber nur ein Teil der Generation. Ich glaube, dass ein Wahlrecht ab 16 dazu führt, dass die Generation Z, besonders die 16- bis 18-Jährigen, falsch repräsentiert und dargestellt werden, weil nur ein bestimmtes Klientel wählen gehen würden. Das sind die jungen Menschen, deren Eltern ein hohes Einkommen haben, einen überdurchschnittlich hohen Bildungsgrad und meist aus Deutschland kommen. Warum ist das bei 16-Jährigen Argument, aber nicht bei 30-Jährigen? Weil ich glaube, dass die Politisierung auch später stattfinden kann. Also dass viele vielleicht mit dem ersten Job, mit dem ersten Gehalt, vielleicht irgendwann mit Kindern ganz anders noch auf die Themen schauen, die politisch diskutiert werden. Und das eben im Alter von 16 leider noch nicht so oft der Fall ist. Ich sehe ja Politikunterricht selbst jede Woche. Und merkt da einfach auch, dass das viele nicht dazu bringen würde, wählen zu gehen. Tracy, warum gehst du nicht nach vorne? Ich bin zurückgegangen. Also ich müsste eigentlich einen Schritt vor, einen Schritt zurück. Ich glaube, Wahlen und sozioökonomische Gründe, die hängen zusammen. Und trotzdem finde ich es
nicht richtig zu sagen, dass zum Beispiel Menschen, die aus klassistisch benachteiligten Haushalten kommen, migrantisch sind, automatisch nicht wählen gehen würden. Ich sehe überhaupt keinen Grund, jetzt nicht dieses Update für die Demokratie einzuführen, weil junge Menschen einfach schon in informellen Wegen so oft gezeigt haben, dass sie politisch aktiv sind. Und für mich ist das Wahlrecht ab 16 ein Schritt in die richtige Richtung für eine zukunftsfähige Demokratie. Zum Beispiel bei mir ist es der Fall, meine Mutter hat noch keinen deutschen Pass, ich habe einen deutschen Pass, ich könnte jetzt wählen gehen. Und sozusagen Menschen aus migrantischen Communities zu sagen, ihr seid per se nicht politisch, weil ihr aus diesen Haushalten kommt, und ihnen auch nicht die Chance zu geben, Parteien zu kreieren, zum Beispiel, die sich genau um diese Fragen kümmern, finde ich mega problematisch. Es geht mir nicht darum, irgendjemanden zu diskriminieren und auszuschließen. Es geht mir darum, dass alle teilhaben können. Und wenn wir uns die Landtagswahlen angucken, ist es so, dass die Studien ergeben haben, dass eben privilegiertere, jüngere Menschen eher wählen gehen. Aber da kann man ja was aktiv gegen tun. Mit dem Wahlrecht könnten ja Bildungskampagnen entstehen. Mit dem Wahlrecht könnten Beratungsbüros entstehen, die sich genau um diese Zielgruppen kümmern. Also wenn wir ein Land haben wollen, wo Demokratie aktiv gelebt wird und nicht nur von, also eben weiß, männlich sozialisiert und so weiter, dann sollten wir uns genau diese Themen anschauen und nicht sagen, das war schon immer ein Argument, also diese Menschen sind einfach nicht politisch oder aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Einkommens werden sie dieses Wahlrecht nicht wahrnehmen, sondern gerade da ansetzen. Das ist auch kein Argument. Die zentrale Frage ist doch, warum soll jemand, der nicht die Verantwortung für die Folgen seines eigenen Handelns trägt, die Verantwortung für die Gesellschaft insgesamt mit übernehmen? Ich bin gegen ein Wahlrecht ab 16, weil ich finde, Volljährigkeit und Wahlrecht gehören zusammen, kann man nicht entkoppeln. Jemand, der selber die Verantwortung für die Folgen seines eigenen Handelns nicht tragen soll, nach Auffassung der Gesellschaft, kann auch nicht für die Gesellschaft insgesamt entscheiden. Also du knüpfst das Wahlrecht an die Volljährigkeit. Genau. Warum? Weil wir für das Wahlrecht ein objektives Kriterium brauchen. Ursprünglich war ja Wahlrecht mal, ähnlich wie Volljährigkeit, 21 Jahre mit der Gründung der Bundesrepublik. Das hat sich Mitte der 60er Jahre geändert. Und damals wurde die Wehrpflicht eingerichtet ins Grundgesetz. Und dann war das Argument, Wehrpflicht ab 18, dann muss man auch die Volljährigkeit auf 18 absenken und damit das Wahlrecht auch entsprechend absenken. Diese Argumentation leuchtet mir ein. Interessanterweise wird es aber die Absenkung der Volljährigkeit nicht gefordert. Deine Antwort. Also ich finde es ein bisschen perfide, jetzt hier da das zu vermischen, weil das eine erstmal mit dem anderen nichts zu tun hat. Vor den Demonstrationen, vor Fridays for Future, hätte niemand über Klimapolitik geredet. Es gibt verschiedene Grenzen von Altern, weswegen man mit 16 schon zum Beispiel Ausbildung anfangen kann und weswegen man sich mit 14 für einen Gott entscheiden kann, aber nicht für die nächsten 4 Jahre Bundesregierung. Mit 14 ist man auch teilweise strafmündig. Mit 16 teilweise strafmündig. Warum dann 16? Also nach unserem Rechtssystem ist es so, fertig. Bis 14 ist man Kind und ab 14 Jugendlicher. Warum forderst du dann 16 und nicht 15 oder 13 oder 12? Bei mir war es sogar mit 13, dass ich gegen AKWs demonstriert habe in Freiburg. Und ich hätte mich mit 13 vielleicht schon für ein Wahlalter entschieden. Jetzt ist es aber so, dass es schon Kommunalwahlen gibt und teilweise auch Landtagswahlen, wo man ab 16 wählen darf. Das heißt, Landesregierungen haben schon aktiv gesagt, 16, das ist eine politische Reife, jetzt kannst du auch wählen. Warum darf man denn dann in der Kommune entscheiden, dass Geld in X oder Y gesteckt wird, aber man darf nicht entscheiden, wer im nächsten Ministerium für Wirtschaft sitzt und die Klimapolitik an die Wand fährt? Ich darf ganz kurz was sagen. Leo ist gerade auf dich zugegangen und das ist eigentlich das Spannende an dieser Sache. Warum bist du auf sie zugegangen? Weil man gesehen hat, junge Menschen können viel bewegen. Bei Fridays for Future ist immer die Frage, wie viele waren wirklich unter 18. Also wenn ich in meine Schulklasse gucke, war es nicht so, dass die halbe Klasse jeden Freitag auf der Straße war. Und zu den Landtagswahlen möchte ich sagen, dass da nochmal ein Unterschied, finde ich, besteht. Gerade ich komme aus Bremen, das ist nochmal ein Stück regionaler. Ob vielleicht der eine Spielplatz gebaut wird, was mit der Galopprennbahn passiert, bauen wir da eine Konzerthalle hin oder ähnliches. Da ist die bundesweite Politik nochmal ein Stück weiter entfernt. Und glaube ich auch weniger interessant für Leute, die sich eben überhaupt nicht interessieren. Aber wir reden ja noch ein bisschen über die Festsetzung eines Alters. Du sagst, dir ist das zu willkürlich. Du willst es koppeln an eine Volljährigkeit. Jetzt hat sie gesagt, naja, wir haben ja mehr oder weniger willkürliche Entscheidungen auch in anderen Fällen. 14 hast du gesagt, Religionsmündigkeit, teilweise Strafmündigkeit. Das sind ja durchaus Argumente, oder? Aber wenn wir uns die Realitäten anschauen, dann sehen wir doch ganz klar,
dass es immer mehr davon wegkommt, dass Leute mit 16 anfangen, eine Ausbildung zu machen, sondern wir haben eine regelrechte Überakademisierung. Ich finde, dass wir in Deutschland einen ganz sinnvollen Zusammenhang aus staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten haben und dass jede Abweichung von der Volljährigkeit rein willkürlich wäre. Gerade bei Fridays for Future sagen 90%, ich habe ein Abi oder ich strebe ein Diplom, Doktor- oder Masterabschluss an. Und das zeigt doch, dass sich die Ausbildungen immer länger nach hinten verschieben, aber auch die Familiengründungen. Das heißt, der Zeitpunkt, wo ich aktiv Verantwortung für mich, aber auch für andere übernehme, verlagert sich nach hinten im Vergleich zu früher. Und deshalb verstehe ich es nicht, wenn man dann argumentiert und sagt, wir müssen das Wahlalter jetzt vorsetzen. Friedrich. Also wenn ich jetzt 16 wäre, würde zugucken, da würde ich sagen, leckt mich doch am Arsch. Macht doch eure Scheiße allein. Ich meine, das Politischste, was die jungen Leute ja auch machen, ist ja kaufen. Die kaufen schon besser ein als die Alten. Die essen weniger Fleisch. Ich kenne niemanden von den jungen Leuten, die sich ein Auto besorgen wollen hier in Berlin. Die leben ganz anders. Und wenn man die jetzt nicht in das politische System reinholt, dann lebt das politische System ganz schön wackelig. Weil die werden über kurz oder lang sind die halt nicht mehr dabei und dann hat das System halt keine Wähler mehr, sondern nur irgendwelche Idioten, sag ich mal, die nicht richtig gut drauf sind. Aber Menschen mit scharfem Verstand und die Lebensfreude haben und an eine Zukunft denken, wenn man die nicht wählen lassen will, da ist man wirklich bekloppt. Ich glaube, man muss ein bisschen mal davon wegkommen, dass alle Jugendlichen sich vegan ernähren, kein Auto fahren wollen mehr und sowas. Also es gibt da eine ganze Breite an Jugendlichen. Richtig, klar sind viele da bewusster, aber viele eben auch nicht. Ich bin immer noch drauf gespannt. Wollt ihr die Volljährigkeit auf 16 Jahre oder 14 oder 7 absenken? Das heißt, die volle Verantwortung für die Folgen des eigenen Verhaltens. Deine Antwort. Nein, natürlich nicht, weil wir ja auch nicht sagen, dass Volljährigkeit an ein Wahlrecht geknüpft sein soll. Ich wollte gerade sagen, du siehst da einen Widerspruch, sie nicht. In den 70ern, warum wollt ihr das nicht absenken, wenn 16-Jährige so mündig sind? Aber ich verstehe das Argument auch nicht. Also ich finde es, ich hätte jetzt nicht so wirklich was dagegen, ehrlich gesagt, das abzusenken. Vielleicht ist es auch eine Zeitgeistfrage. Müssen wir uns damit auseinandersetzen, ob junge Menschen heute einfach komplett anders aufwachsen und vielleicht eben schon viel mündiger sind, als wir denken. Und wenn es um digitale Medien geht, sehen wir, die junge Generation hat den Erwachsenen so viel voraus, weil sie damit geboren sind, ob sie wollten oder nicht, die haben einfach mehr Plan so. Und das kann eben in anderen Dingen auch passieren, wenn jetzt gerade eine Krisensituation so krass ist, dass es dein ganzes Aufwachsen prägt, vielleicht sind das dann die Experten dieser Zeit, vielleicht sollten wir die einfach jetzt mit einbeziehen und unser ganzes politisches System reformieren. Ich halte Volljährigkeit für 18, für in Ordnung. Aber wenn du sagst, ich möchte das Wahlrecht auf 16 absenken und die Volljährigkeit, dann bist du logisch. Aber das wäre ja eine Kompromisslösung. Dann musst du mit deinen beiden Nachbarn reden, warum sie gegen eine Absenkung der Volljährigkeit sind. Nee, mach das nicht. Möglicherweise auch den Punkt, dass jemand sagt, ich will die beiden Aspekte gar nicht miteinander kombinieren. Muss einmal dazu noch kurz was sagen. Wo willst du? Du willst beim Alter bleiben? Zur Volljährigkeit. Ich glaube, wenn man realistisch mal junge Menschen fragt, wollt ihr wählen, die Volljährigkeit wird mit runtergesetzt oder es bleibt alles so, wird sich ein Großteil dafür entscheiden, dass alles so bleibt. Also ich kenne sehr, sehr wenig Jugendliche, die sagen würden, ja, ich will mit 16 volljährig sein, für alles haften, was ich tue, für alles verantwortlich sein. Also das ist, glaube ich, nicht realistisch, wenn man da die Jugendlichen ist selbst ist auch gar nicht fragt. Das Thema, was debattiert wird, ob die Volljährigkeit herabgesetzt wird. Ich wollte es nur anmerken, dass man das davon trennen muss. Ich finde es auch krass zu sagen, dass in der Kommune zum Beispiel weniger wichtige Entscheidungen getroffen werden. Habe ich nicht gesagt, realitätsnäher. Das Argument ist für mich ein anderes. Das Argument ist ja, in einer Kommune wähle ich ja keine Gesetze. Er ist für uns. In der Kommune wähle ich ja nicht die Legislative. Ich wähle keine Organe, die gesetzgeberisch tätig werden. Ich wähle die Exekutive. Und das ist ein massiver Unterschied, weil die Exekutive ausführt. Die Legislative kann Gesetze verändern. Ich will nur sagen, es lässt sich durchaus sehr logisch begründen, warum wir in der Kommune mit 16 wählen dürfen und eben auf Bundes- und Landesebene nicht. Die Irritation, warum Stefan auf einmal ganz vorne steht, müssen wir kurz auflösen. Ja, ich stimme dir zu, dass es unlogisch ist, dass man Kommunalwahlrecht in allen Bundesländern ab 16 hat und es bei anderen Wahlen nicht hat. Warum ist das so? Weil das Kommunalwahlrecht nicht mit 2/3 Mehrheit geändert werden muss, sondern mit einfacher Mehrheit in allen Bundesländern. Überall dort, wo das Wahlrecht an 2/3 Mehrheit geknüpft ist, im Bund und bei fast allen Bundesländern,
ist das Wahlalter auf 18 geblieben. Das halte ich auch für richtig, weil Wahlrecht kein Spielball von politischen Interessen sein darf. Also, und da, wenn ich das noch sagen darf, so zu tun, als seien Kommunalwahlen so ein Spielfeld, so nicht so wichtig, und da könnte man ja 16-Jährige, halte ich für eine Herabsetzung von Kommunalwahlen. Also ja, ich stimme dir zu. Auch. Ja. Tracy, was glaubst du denn, würde sich politisch ändern, wenn Jugendliche, 16-Jährige wählen dürfen? Also ich glaube, dass grundsätzlich ein Umdenken entstehen würde, weil der Durchschnitt der Bundestagsabgeordneten ist über 50 Jahre alt, also in allen Parteien. Und der würde sinken, wenn 16-Jährige wählen dürfen? Nee, aber es könnten mehr Menschen sozusagen gewählt werden, die einen Bezug haben zu diesen jungen Menschen, also 18-Jährige Direktmandate zum Beispiel. Du willst doch das von der politischen Haltung abhängig machen, also du würdest auch einen 60-Jährigen wählen, wenn er deine politischen Ziele unterstützt. Ja, aber wir und den haben 20-Jährigen gesehen, nicht, wenn er eine andere Meinung vertritt. Das total, hat mit Alter nichts zu tun. Total, aber ich glaube, dass es schon wichtig ist zu sehen, was für Lebensrealitäten spiegelt ein 18-Jähriger Bundestagsabgeordneter wieder, was ein 50-Jähriger. Und zu sehen, es sind so krass viele alte, weiße Männer, sage ich jetzt einfach mal, im Bundestag. Und meine These ist, ich würde eben Menschen wählen, die mir auch entsprechen, die mir ein Vorbild sind. Also wie Aminata Touré zum Beispiel. Nicht das Alter, sondern die politische Überzeugung. Naja, nee, das nein. Es geht darum, dass es Menschen gibt, die Lebensrealität der jungen Menschen widerspiegeln. Und dass junge Menschen, also dass auch junge Kandidaten zum Beispiel die Möglichkeit bekommen, wirklich eine Zielgruppe zu haben, die sozusagen auf Augenhöhe ist. Ich bin in deinen Worten ein alter, weißer Mann, 65. Ich bin eine junge, schwarze Frau. Und ich behaupte, dass meine politische Überzeugung, für die ich arbeite, mehr für die junge Generation tut als Fridays for Future. Mich würde mal eure Meinung interessieren. Was glaubt ihr, wenn wir das Wahlalter senken, gibt es dann einen Schub in Richtung mehr Perspektive für Jugendliche? Würden die Parteien sich vielleicht ändern und ihre Wahlprogramme eventuell sogar ändern, mehr auf junge Leute zugehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dazu natürlich würde ich auch gerne mal wissen von dir, Sarah. Du bist ja nun politisch aktiv. Ja. Würde sich deine Partei vielleicht für die 1,5 Millionen Wahlberechtigten, die dann dazu kämen, nicht doch ein bisschen ins Zeug legen und sagen, hey, wir können die nicht ganz außer Acht lassen, wir müssen noch weiter auch an junge Leute denken? Klingt doch eigentlich logisch. Ich erlebe gerade sehr stark auch, wie viele ältere Abgeordnete sagen, ja, Fridays for Future ist vielleicht nicht gerade die Bewegung, die aus dem konservativen Spektrum kommt, aber lasst doch mal die Ideen aufnehmen. Ich habe Enkel, ich habe Kinder und das spielt ja auch alles eine Rolle. Also es ist mitnichten so, als wenn sich nur junge Menschen einsetzen könnten für junge Interessen. Und ich möchte noch mal den Punkt herausstellen, dass man sich in Parteien engagieren sollte, wenn man mitreden möchte, weil die Parteien sehr viel Macht haben und gerade da sich für die jungen Interessen einsetzen. Das tue ich, seitdem ich 14 bin und habe damit gute Erfahrungen. Das finde ich auch total überzeugend. Übrigens, du findest es auch überzeugend. Ja, aber ich es, hat, auch. Die, aber es ja. hat die Frage nicht beantwortet. Denn ich, die Frage war ja, würde sich denn nicht zum Beispiel die Union dann noch mehr für junge Interessen, weil 1,5 Millionen Wahlberechtigte, ich also meine 1,5 Millionen schön, stimmen. Aber ich glaube nicht, dass sie aus reinem Opportunismus sagen würde, das sind jetzt speziell junge Interessen, für die würden wir uns jetzt mehr einsetzen. Wenn der gute Punkt ist, du bist nach vorne gelaufen. Warum? Bei der Position, dass man natürlich auch in Parteien eintreten kann, um sich seiner politischen Wut oder auch seinem Engagement irgendwie Luft zu machen. Da würde ich dir voll zustimmen. Aber trotzdem, ich bin zum Beispiel jetzt mit 16 dann zur Grünen Jugend gekommen. Wie liebend gern hätte ich den nächsten Bundestag mitbestimmt? Wie liebend gern hätte ich nicht nur Wahlkampfflyer verteilt, sondern auch wirklich meine Partei dann wählen können? Wie liebend gern habe ich zwar an den Kommunalwahlen teilgenommen, aber für die anderen Wahlen hat es nicht gereicht. Es sollte doch nicht dabei reichen, dass ich Aktionen auf der Straße mache, dass ich wirklich für grüne Inhalte streite, aber dann unter 18 noch nicht wählen darf. Das macht für mich keinen logischen Schluss. So, Leo. Kannst du das nachvollziehen? Sie spricht ja von sich. Also ich kann das auch nachvollziehen. Ich würde gerne auch bei der nächsten Bundestagswahl wählen. Man kann es auch andersrum sagen, wer nicht wählen gehen will, muss ja nicht. Der muss ja nicht mit 16 wählen gehen. Naja, aber die Voraussetzungen sind ja für alle Menschen unterschiedlich. Das habe ich ja versucht am Anfang schon klarzumachen. Andersrum, es wählt ja nicht mal die Hälfte der Jugendlichen bei den Landtagswahlen. Und immer von diesem Ist-Zustand auszugehen und zu sagen, aber so viele Jugendliche wählen ja nicht. Ja, warum tun wir uns dann nicht den Arsch aufreißen, dass sie es machen? Weil in der Jugend steckt so viel politische Kraft. Und die, die schon das äußern und sagen, hey, wir wollen mitentscheiden, die bremsen wir dann auch noch, weil wir dann auf den Rest schauen, vielleicht der auf Instagram hängt. Anstatt zu sagen, hey,
cool, dass ihr es schon macht. Ihr könntet zum Beispiel die anderen inspirieren, weil wir brauchen eure Kraft und eure Bedürfnisse, eure Meinungen, weil wir können gar nicht so denken. In 20 Jahren sind wir nämlich tot oder in 20 Jahren, ich habe schon Familie, ich bin schon im Job, ich habe ganz andere Denkstrukturen, ganz andere Denkautobahnen mir schon eingerichtet. Und da finde ich wirklich, also ich weiß nicht, ob ihr als junge Union den Schuss nicht gehört habt, zu sagen, ja, die junge Wählerschaft, das ist jetzt eine Gruppe wie jede andere. Das ist deine Meinung, dass du sagst, ja, die Älteren setzen sich nicht für die junge Generation ein, deswegen müssen die jungen Menschen wählen. Also ich das ganz anders. Wir in der Welt. Also ich würde die Gesellschaft da gar nicht an der Stelle so spalten. Ne? Ich kann euch ja mal aus dem Innenleben der Union erzählen. Ja? Da heißt es an vielen Stellen, was ist denn unsere Klimapolitik? Wir müssen uns positionieren. Übernehmen wir das von den Grünen oder nicht? Was sagen Fridays for Future? Natürlich gehen wir darauf ein und natürlich haben die viel bewirkt. Also ich glaube, Friedrich, wo ordnest du denn das hier alles ein gerade? Also ist das, was hier auch parteipolitisch erzählt wird, in deinem Sinne? Würdest du eine ganz andere Partei gründen? Wo stehen wir denn gerade? Also ich bin ganz froh, dass ich hier stehe. Meine Truppe ist richtig gut aufgestellt, sehr gute Leute. Ich merke aber auch, dass ich gar nicht so schlau bin. Ich bin gar nicht so ausgebildet, was die Finessen des Politischen betrifft, die ganzen Scharmützel. Übrigens, wie viele von unseren ZuschauerInnen auch nicht. Das sind auch alles keine Experten. Ich verstehe das gar nicht. Ich merke nur, dass tatsächlich ich so ein bisschen denke, Mensch, die 16-Jährigen, die sollen froh sein, dass sie da nicht mitmachen müssen. Weil das ist ja, dann komm rüber. Nee, andersrum. Das ist komplexer. Die sollten vielleicht eine neue Partei gründen oder vielleicht sogar zwei neue Parteien gründen. Es ist ja unglaublich, was da eigentlich läuft mit den großen Volksparteien, sag ich mal. Ne? Was die sich so trauen, das ist ja wirklich. Also, und dass man den jungen Leuten. Was trauen sie sich denn? Naja, die bescheißen ohne Ende. Die belügen und betrügen. Und die müssen eigentlich alle ins Gefängnis. Nee, also ich glaube, Politikverdrossenheit hilft dir nicht weiter, nee, ich weiß. Partei. Ich wollte nur eins sagen. Ich finde, die Jugendlichen, die sollten sich jetzt richtig stark machen und ein eigenes politisches System gründen, bei dem die anderen wirklich keine Rolle mehr spielen. Weil die haben es wirklich versemmelt. Also richtig versemmelt. Und ich denke jetzt, gerade in den Zeiten der Pandemie, hoffen einige, die ich so kenne, auf eine große Transformation. Als wäre das eine Chance, Krise als Chance, dass es jetzt eine Transformation gibt, dass die Welt sich neu gestaltet. Und dazu, finde ich, gehört, dass man sagt, ja, zum Beispiel 16-Jährige können wählen. Das ist ja auch mal so gewesen, dass Frauen nicht wählen durften. Ja. Ne? Und die durften dann irgendwann wählen. Da gab es auch so viele Streitigkeiten, dass die irgendwie eigentlich kein Recht haben. Dann war man 21, dann war 18, jetzt ist vielleicht 16. Und es müssen Prozesse in Gang kommen. Und man kann ja so dankbar sein, wenn man an den alten Strukturen noch hängt, dass tatsächlich neue Leute sich einbringen, mit so einer Vehemenz, um am Ende die alten Strukturen zu halten. Weil wenn es dann wirklich kein Interesse mehr gibt bei den jungen Leuten und die sagen, lass die machen, wir drehen den Arsch zu und beschäftigen uns mit was ganz anderem, dann sieht es eigentlich noch schlimmer aus. Nehmen wir doch mal eins von den weniger komödiantischen Argumenten, Sarah. Du bist trotzdem nach hinten gegangen, aber der Punkt, ist der vielleicht valide für dich? Also, dass wenn man junge Leute mit 16 schon einbindet und mit entsprechenden politischen Bildungsmaßnahmen begleitet, dass man dann eben vielleicht auch dem entgegenwirkt, dass die der Demokratie den Rücken zudreht? Die Realität sieht so aus, ich sitze ja im Wahllokal seit ein paar Jahren bei den Kommunalwahlen, das ist schon zweimal. Und da sehe ich ja, wer ist mit 16 wahlberechtigt und wer geht hin. Und ich sehe es auch an übergeordneten Statistiken. Und das ist einfach nicht die Masse, auch im Durchschnitt verglichen zu Erwachsenen. Und das zeigt für mich einfach, die Leute bekommen ihre Wahlbenachrichtigung und sagen dann schon mal eher, okay, die wandert jetzt im Müll, anstatt dass ich jetzt aktiv wählen gehe. Also ich glaube nicht, dass es das bringt, um die Menschen mehr zu politisieren. Ich frage mal dich, Anna, du bist ja nun eine Repräsentantin einer grünen Partei. Und es ist ja schon auffällig, dass Grüne, SPD, FDP meistens auch und die SPD für ein Wahlrecht ab 16 sind und CDU und AfD, wenn ich das richtig sehe, eher dagegen sind. Und wir wissen tatsächlich auch durch Umfragen, dass mutmaßlich die Parteien, die dafür sind, auch davon profitieren würden. Ist es am Ende, und der Verdacht, den haben ja viele, dann doch nur ein politisches Geschacher? Darum geht es ja überhaupt nicht. Uns geht es darum, dass man eben Menschen befähigt, an politischen Entscheidungen und an Entscheidungen der Zukunft teilzuhaben. Und nur weil wir jetzt unter 18-Jährigen diese Entscheidung geben würden, sagen wir ja nicht, ah, hier ist übrigens noch ein Brief, du sollst für uns stimmen. Es geht vor allem darum, dass
Aus diesem Frust, der ja auch entstanden ist durch Fridays for Future, 2,5 Jahre, 3 Jahre, wurde auf die Straße gegangen. Und was ist passiert? Also das Kohleausstiegsgesetz ist immer noch 2038. Herzlichen Glückwunsch. Es bringt uns gar nichts. Ich finde, das ist zum Beispiel sehr weit. Und du sagst, das reicht noch nicht. Deswegen, nee, das reicht auf gar keinen Fall. Aber das zeigt doch auf, dass wir komplett unterschiedliche Bewertungen haben, auch in der Sache. Und man kann deshalb nicht so festsetzen, ja, die Älteren oder die Politik tut gar nichts, nimmt gar nichts auf oder nimmt alles komplett auf. Also ich glaube, dass da sehr viel Wertendes auch mit reinspielt, dass es auf keinen Fall jetzt so pauschal zu sagen ist. Darf ich mal sagen? Also, warum bist du vorgegangen? Das ist wichtig, weil es geht in dieser Sendung ums Zusammenkommen. Ja? Ich verstehe, dass die Angst davor da ist, gerade wenn man in der Partei ist, dass dann junge Menschen die eine Partei wählen oder die andere. Aber eben, ich sag ja auch nicht Wahlrecht nur für Menschen, die die Grünen wählen oder so, sondern ich nehme sozusagen in Kauf, dass Menschen auch Parteien wählen würden, die ich vielleicht gar nicht vertrete. Und als Gegenargument höre ich, nein, nein, was ist, wenn man dann programmatisch wählt? Das finde ich total blöd. Aber ich stimme dir zu, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und ich würde lieber eine total, I don't know, Entscheidung haben, wo ich mir denken würde, huch, was ist denn da passiert? Aber die kommt von jungen Menschen, da könnte ich viel mehr mitgehen. Stefan, hast du total überzeugt, denn er ist gleich 2 Schritte nach vorne gegangen. Mit einem Argument stimme ich dir völlig zu. Die Frage, was jemand wählt, darf nicht entscheidend sein bei der Frage, wie das Wahlrecht entschieden wird. Stimme ich dir völlig zu. Okay, wir sind ja, ich muss ja mal sagen, wenn wir mal kurz zusammenfassen, es war viel Bewegung, vor allem Stefan ist viel auf seiner Gerade hin und her gedüst. Aber tatsächlich, ihr habt euch alle ein bisschen bewegt und es sind relativ viele auch relativ weit gekommen. Und was ich ehrlicherweise am Anfang nicht gedacht habe, dass du auch relativ weit auf ihn zugehst, habe ich am Anfang nicht so vermutet, aber so ist das in dieser Sendung. Also da stehen wir. Jetzt gucke ich mal, ob ich euch noch weiter nach vorne bringen kann. Wir gehen in die Kompromissrunde. Und bei der Kompromissrunde ist es folgendermaßen, ich schlage einen Kompromiss vor. Wo ich jetzt glaube, nach dieser Diskussion haben wir so einen Minimalkonsens. Und danach könnt ihr selber Kompromisse vorschlagen und versuchen, die andere Seite nochmal auf zu euch zu ziehen. Also mein Kompromiss, und das ist jetzt wirklich ein Minimalkonsens, also jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das Wahlrecht ab 16 kommt oder nicht, wir wollen, ich formuliere jetzt für euch als Gruppe, wir wollen, dass SchülerInnen in der politischen Bildung gestärkt werden, zum Wohle der Demokratie logischerweise und auch, um potenziell Wahlentscheidungen treffen zu können. Deswegen soll es in der Schule ein Pflichtfach Politik geben, gerne schon ab der Grundschule. Stimmt ihr zu, dann kommt ihr bitte nach vorne. Wenn ihr sagt, nee, das ist mir zu blöd, bleibt stehen oder geht nach hinten. Du findest das nicht. Ja, ich habe ein Problem damit, wenn man immer direkt in den Bildungsplan so reingreift. Jede Partei bei jeder Landtagswahl will irgendwie den Bildungsplan ändern. Also die FDP kommt mit Wirtschaft an, die CDU sagt dann irgendwie, oder auch andere Parteien, wie ist es mit islamischem Religionsunterricht? Also ich würde jetzt von der Pflicht im Bildungsplan absehen. Das ist mir zu pauschal. Gut. Du findest Politikunterricht langweilig, deswegen bleibst du stehen. Nee, ich finde es eigentlich eine gute Idee, aber nicht ab der Grundschule. Also das braucht man keinen. Du bist deswegen auch nur einen halben Schritt vorgegangen. Aber sonst stimme ich zu. Ich finde, das sollte verpflichtend in allen Schulen ab einem gewissen Alter, 6., 7. Klasse unterrichtet werden. Was momentan de facto ja nicht so ist. So, jetzt merkt ihr euch bitte ganz genau, wo ihr steht. Und dann kommt ihr in eurer Gruppe zusammen und überlegt mal, ob ihr einen Kompromiss findet, wo ihr sagt, da stimmen die anderen bestimmt zu, die kommen auf uns zu, okay? Alles klar, und los. Junge Menschen betreffen, darf das Wahlrecht? Ja. Eine Minute Zeit für die beiden Gruppen, um einen Kompromiss zu finden. Was wäre denn euer Kompromiss? Wie würdet ihr Gelb und Grün näher zusammenbringen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwann Wirklichkeit. Also das Wahlrecht reicht nicht aus. Das Wahlrecht alleine wird nicht alles ändern. So, sind wir soweit? Lass mal erst mal bekommen. Ihr wisst noch ungefähr, wo ihr gestanden habt. Tracy stand auf der Linie, genau. Stand auch relativ weit vorne. So. Team Gelb, habt ihr einen Kompromissvorschlag? Nicht wir drei zusammen. Vielleicht geht das für sich ein bisschen, aber... Nicht ihr drei zusammen? Nein. Okay, was ist ein Vorschlag? Gibt es einen oder gibt es zwei? Ich finde zum Beispiel die Kommunalwahlen ab 16 in Ordnung, eben mit der Begründung, dass nur die Exekutive gewählt wird. Aber so ist momentan auch der Ist-Zustand. Deswegen weiß ich nicht, ob es ein richtiger Kompromiss ist. Okay, aber bei Landtagswahlen bist du schon wieder raus. Genau, weil die eben auch Gesetze machen. Also der Föderalismus ist ja schon stark. Okay. Also, ich finde, man kann bei Landtagswahlen ab 16 wählen. Und ich finde, wenn man wirklich alle versucht mit einzubeziehen, mit verpflichtendem Politikunterricht, mit anderen kreativen Ideen, wie man wirklich Jugendliche von Politik begeistern kann und zum Wählen anregen kann, man in 8 Jahren zum Beispiel darüber ernsthaft sprechen kann, ob man das Wahlrecht senkt.
Können wir zur nächsten Bundestagswahl sagen? In 4 Jahren. Wenn wir jetzt hier starten. Ja. Ja. Okay. Also in 5 Jahren. Oh, du hast deine Teammitglieder vergraut. Da können wir wieder mit. Du würdest davon. Aber er ist jung halt. Er hat recht. Ja. Na gut, mein Evaluierungsprozess war das. Habe ich das richtig verstanden? Mir wäre übernächste Wahl lieber, aber wenn man jetzt startet und das wirklich offensiv angeht, so viele wie möglich einzubinden, cool. Dann kommt das Wahlrecht. Friedrich, bleib trotzdem stehen. Nee, ich find's gut. Mal sehen, jetzt seid ihr ein bisschen nach hinten gerutscht durch den eigenen Vorschlag. Was habt ihr für einen Vorschlag? Dass wir einen Jugendrat auf Bundesebene einführen, der zumindest beratend zuerst hinzugezogen wird, damit man sich einen Eindruck machen kann, was die Jugend denn will und nicht immer schauen muss, was gibt's da für Protestbewegungen, sondern wirklich auch das wertschätzt, glaube ich, auch das Engagement von jungen Menschen und wirklich diese Vernetzung hat auf Bundesebene. Also der Vorschlag steht im Raum, wir gründen einen Jugendrat, der per Losverfahren zum Beispiel bestimmt wird, der bei wichtigen politischen Fragen angehört werden muss. Ja. Sofort dafür. Da bin ich und zur nächsten Bundestagswahl. Nein, da bin ich dann wieder dahin. Okay, okay. Aber das war der Vorschlag. Das ist jetzt, lass ihn doch erst also mal da stehen. Kompromisse sind, nein. Kompromisse sind immer nur Kompromisse, wenn man nicht noch so einen Nachsatz genau. hinten dran schreibt. Kein Nachsatz. So funktioniert oder so ähnlich könnte 13 Fragen funktionieren. Herzlichen Dank. Ihr seid jetzt hier vorne fast alle angekommen. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und wenn ihr noch einen Vorschlag habt, dann bitte schreibt's einfach rein. Hätte euch das überzeugt, würde mich jetzt auch mal interessieren. Ein Jugendrat per Losverfahren. Es kann also sein, dass du bald mit Angela Merkel im Kanzleramt sitzt und sagst, so nicht, Frau Merkel. So? Vielen Dank. Das waren 13 Fragen. Ich finde, es sollte 2 neue Parteien geben, damit die jungen Leute auch wieder was Neues zu tun kriegen. Also eine sollte heißen Rosa und so ähnlich wie die Grünen, die sich sehr für Pflanzen und Tiere eingesetzt haben und so gut, dass jetzt alle Parteien darüber reden. Und sollte Rosa sich für Menschen einsetzen, also Wellness, Gesundheit, auch psychische Gesundheit und alles, dass der Mensch richtig gut gedeiht und wächst und alt wird und schön ist. Das macht die Rosa-Partei. Und dann gibt es eine Partei, die heißen die ersten Vertikalisten. Das ist eine Partei, die hat rausgekriegt, dass es eigentlich nie um rechts, links oder Mitte geht, sondern immer nur um oben und unten. Und dass es da auch Missverständnisse gibt. Und diese Partei kümmert sich halt darum. Und da hätten junge Leute was, wo sie sagen, wow, ja, das ist neu, das nehme ich. Also die Partei müssen ja auch gewählt werden, ne? Ich glaube, daran ja, scheitert es dann eventuell. Nee, die jungen Leute, das müsste schon so sein, dass die jungen Leute okay. das mögen. Also ich glaube, dass uns allen klar ist, dass wir vor allem bei der Bildung ansetzen müssen, beim Interesse, dass wir für alle Jugendlichen genug Interesse schaffen, um wählen zu gehen. Ja, ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass die Diskussion nicht nur hier bleibt, sondern wie gesagt, auch in Schulen getragen wird. Und vor allem, dass wir ja hier heute auch schon Politik zusammen gemacht haben, gestritten haben, versucht haben, am Ende auch teilweise aufeinander zuzugehen. Also ich glaube, wir sind uns in einem ähnlich. Wir spitzen beide gerne zu. Ja, ja? Schon. Und weil nur wenn man seine Meinung auch ziemlich klar sagt, ja. kann man ja auch einen Kompromiss finden. Und wir haben uns gekappelt, wir haben gerade drüber geredet. Also ich fühle mich jetzt nicht reduziert auf alter, weißer Mann. Also alt fühle ich mich sowieso nicht. Weiß bin ich nun mal, Mann kann ich auch nicht bestreiten. Aber das ist nicht mein Leben. Total. Und mit solchen Klischees kann ich nichts anfangen. Ich glaube, dass dieser Begriff kommt oft verletzend rüber. Und ich glaube, dass es nur wichtig ist für mich gerade zum Beispiel mit meiner Lebensgeschichte, da gar nicht so viel rein zu interpretieren, sondern anzuerkennen, dass es verschiedene Perspektiven gibt. Und trotzdem kann man im Austausch sein. Und ich glaube, es muss mehr Austausch passieren, weil gerade solche Debatten finden, glaube ich, selten statt. Und auch, dass man sich wo treffen kann. Und nicht, dass man im Streit auseinandergeht, sondern zum Beispiel, dass du hörst, es ist mir ein ganz tolles Anliegen. Was ist eine Möglichkeit? Was ist eine neue Form? Was ist ein Update für die Demokratie, mit der du leben könntest? Also ich finde toll, wenn wir die Diskussion fortsetzen können. Jetzt bin ich aus Bonn und du bist in Berlin. Ja. Und Corona und so weiter. Aber wir können doch direkt vereinbaren, in den nächsten Tagen machen wir eine Zoom-Diskussion. Ja, ja. Und dann gehen wir mal auf die Inhalte. Nicht Voll. Nur auf Formalia ja. wie das Wahlrecht, ja. sondern dann reden wir mal drüber, wie ist das mit Kohleausstieg, wie ist das und mit so Umweltpolitik ja. und so weiter. Ja. Und insofern, ihr könnt euch dann wieder dazuschalten, wenn ihr wollt. Ja. Was ja klar ist, wenn das Schiff, das wir Demokratie nennen, nicht untergehen soll, dann müssen sich mehr Menschen und auch mehr junge Menschen politisch interessieren und auch engagieren. Und da bin ich ganz froh, da herrscht in dieser Runde eine große Einigkeit. Wenn euch unser Format 13 Fragen gefällt, dann könnt ihr hier unseren Kanal abonnieren. Hier oben gibt es eine weitere Folge 13 Fragen und hier findet ihr ein weiteres Video zum Thema.